Ja, dann ganz herzlich willkommen in der TUAX Pressebox zu unserer letzten Pressekonferenz in dieser Saison. Endstand Löwen Frankfurt gegen die Bietigheim Steelers 2-3 vor 4.528 Zuschauern. Großen Glückwunsch an unseren Gast, der sicherlich erleichtert ist, Kevin Godet. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale und herzlich willkommen Franz David Fritzmeier. Herr Godet, Ihr Fazit. Ja, schönen guten Abend. Ich wollte eigentlich nicht Dienstag spielen, weil ich bin kaputt. Ich kann vorstellen, wie kaputt meine Spiele sind. Wirklich, in diesem Wetter und so viele Spiele. Ja, es ist 6 Spiele in 12 Tagen. Ja, es ist Stress an alle. Es ist schwer. Und die anfangen das Spiel, ich denke, beide Mannschaften, die ersten zwei Drittel, hat nicht so viele Chancen. Beide Mannschaften haben eigentlich wie ein Schachspiel gespielt. Da war nicht so viel Energie, weil natürlich es ist 6 Spiele in 12 Tagen mit 3 Reihen. Und es ist verdammt schwer. Und ich war glücklich mit die 2-2, weil ich habe gewusst, es wird verdammt schwer hier. You know, Frankfurt ist ein Top-Team. Und im letzten Drittel, die Frankfurter war besser. Man muss sagen, sie haben Chancen gehabt. Wir haben ein sehr starkes Silo und Puckluck. Und Puckluck in Playoffs, man lacht vielleicht über das, aber das macht den Unterschied manchmal. Und heute in diesem letzten Drittel, wir hatten das und natürlich... Ja, diese letzte Tor mit 2 Minuten zu spielen. Ja, einfach natürlich von unserer Seite super. Ich möchte Franz gratulieren mit hervorragender Arbeit, seit er Trainer ist. You know, Kassel zu schlagen 4-mal in Folge ist verdammt schwer. You know, wir waren alle überrascht. Und natürlich nach diesem harten 6 Spiel gegen uns, 6 Spiel, ist nicht einfach. So, Hut ab, super Job und ganz ehrlich, auch Hut ab zu meiner Mannschaft. Dankeschön. Ja, dankeschön. Franz, dein Fazit in Frankfurt. Ja, erstmal guten Abend und Kevin, erstmal Gratulation und vielen Dank auch für deine Worte. Ich muss auch ein großes Kompliment an euch zurückgeben, wie ihr eingestellt wart und wie ihr die Mannschaft eingestellt habt und wie stabil eure Spieler auch waren und wie gut sie auch in vielen Phasen gespielt haben. Heute war es, wie der Kevin sagt, am Anfang ein bisschen abwarten von beiden Mannschaften. Klar, stand viel auf dem Spiel. Ja, für beide Mannschaften gewinnen wir, geht es in Spiel 7. Ja, aber im letzten Drittel haben wir natürlich nochmal Vollgas gegeben, haben nochmal alles rausgeholt. Unsere Fans haben uns wieder 60 Minuten heute überragend unterstützt, getragen. Wir waren dann wirklich dran, aber die Scheibe wollte irgendwie nicht ins Tor. Und dann war es eben ein Punch von Bietigheim, den sie eiskalt verwandelt haben. Und dann haben wir immer noch weiter versucht, aber es hat einfach nicht sollen sein heute. Und ja, wie gesagt, wir gratulieren Bietigheim und wünschen ihnen wirklich alles Gute fürs Finale und unseren Fans einen schönen Sommer. Dankeschön. Ja, dankeschön. Es ist das 5. Finale in Folge, oder? 6. Entschuldigung. Sensationell. Ja, aber Respekt. Das muss man auch erstmal schaffen, 6 Finale. So, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen von Seite der Schulter? Bitte schön. Ja, Frage an Kevin. Ja. Ja, die Frage bei den vielen Verletzten, wie wichtig es war, dass Dominic Ogier dabei war und Max Lucas wieder zurückgekommen ist. Ja, verdammt wichtig. Ich meine, die Frankfurt haben auch Verletzte. Und das ist die Playoffs. Das ist auch ein Teil Pech und Glück, was für Spiele du verlierst. Und dass Ogier hat zurückgekommen, so wir könnten mit 6 verteidigen, enorm wichtig. Und natürlich Lucas zurück auch, weil wir haben ohne ihn nur 8 Stürmer. So, verdammt wichtig. Ja, noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nochmals alles Gute, viel Erfolg für das Finale. Es steht beim Spiel Kaufbeuren gegen Rissersee in der 30. Minute 1-0. Ist noch aktuell. Also da kann auch noch viel passieren. Ich wünsche Ihnen in Frankfurt eine wunderschöne Sommerpause und wir sehen uns zur neuen Saison 2018-2019. Bis dahin. Tschüss.
Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.